dasselbe mit unseren Schwestern, bevor die das erste Mal ein Kopftuch tragen wollen. Oh mein Gott, wie er die kaputt macht. Wenn ich jetzt rausgehe, werden mich alle Leute angucken. In einer Stadt wie, ich weiß nicht, Essen oder Gelsenkirchen oder irgendwo im Ruhrgebiet, wo die Leute seit 50 Jahren jeden Tag Frauen mit Kopftuch sehen, die werden das nicht einmal merken, dass du ein Kopftuch trägst. Aber wenn sie rausgeht vor die Tür und irgendeiner guckt, so wie man Leute auf der Straße anguckt, jeder guckt uns mal an. Wir gehen irgendwo vorbei, man guckt Leute an, das ist etwas ganz Normales. Aber jetzt, wenn sie jemandem begegnet, der sie anguckt, wird Shaitan zu sagen, guck mal hier. Der hat genau gewusst, dass du heute zum ersten Mal ein Kopftuch trägst. Er macht den Leuten Angst. Er macht den Leuten Angst. Und dasselbe umgekehrt. Er macht ihnen Hoffnung. Wenn du diese Sünde begehst, wirst du ein so schönes Leben haben. Du kannst das Leben genießen. Tatsächlich kannst du das Leben nur genießen, wenn du diese Sünde begehst. Und solange sie diese Sünde begehen, funktioniert das auch wunderbar. Bis sie irgendwann zurückkehren, dann merken sie den Unterschied.